Im ersten Teil dieses Videos zeige ich euch, wie der MaxVan Deluxe und die LEDs des Verdunklungsrollos von MaxAir angeschlossen werden. Im zweiten Teil seht ihr dann, wie der Deckenlüfter TurboVent Premium von Fiama angeschlossen wird. Ich führe jetzt den ersten Teil des Elektroanschlusses durch für den AirMax. Hier kommen die 12 Volt Strom von der Verteilerstation rein. Hier habe ich einmal 12 Volt Anschluss für den Lüfter. Dann habe ich hier noch einmal 12 Volt für die nach vorne gehen für den zweiten Lüfter. Und ich muss noch 12 Volt für die LED-Beleuchtung von den MaxShade anschließen bzw. Den Anschluss dafür vorbereiten. Ich schaue also, dass ich hier ausreichend Kabel zur Verfügung habe. Ich kürze die ein. Das reicht dann, die verstecke ich dann hinten. So, hier ist zu beachten, das Weiß ist Minus und das Schwarz ist Plus. Das müsste genug sein, dann nehmen wir mal ein bisschen Reserve. Verbinden tue ich die Leitungen mit diesen Vago-Klemmen. Die Vago-Klemmen gibt es in den verschiedenen Ausführungen, hier als Zweier, als Dreier und als Fünfer. Ich werde jetzt hier die Fünfer benutzen und die eignen sich also auch für Leitungen mit Litzen. Dafür also extra ausgelegt. Das macht die Sache sehr einfach. Geht also hier rein, klipst die um, das Ganze hält bombenfest. Es geht weiter. Hier seht ihr, hier habe ich jetzt ein bisschen was ausgenommen. Kann ich dann ein Vago-Klemmen kann ich dann jetzt hier schön verstecken. So, jetzt geht das wieder weiter mit der Verkleidung. Gerade schon mal, zweiter Versuch. Der Akkuschrauber. So. Ja, hier mit. Ja.
bündig überall. Ja, das ist nochmal die Generalprobe, ob auch alles funktioniert. Wir haben hier zwei Anschlusspunkte und das Anschlussdiagramm direkt daneben. Das ist ganz praktisch. Das klemme ich jetzt mal als erstes an. So. Plus und Minus. Da ist auch sehr gut, ist hier beschriftet. Auf dem Kunststoff eingeprägt. So, dann habe ich Plus, im Plus, das gibt hier rein. Hier habe ich die Adern. Da werde ich dann noch eben Aderenthülsen drüber setzen. So, ihr sucht euch die passenden Aderenthülsen raus, damit ihr die Litzen für eine Schraubverbindung herrichten könnt. Einmal. Zweimal. So, und jetzt zur Erinnerung. Bei mir ist immer schwarz minus und rot oder blau plus. So. Also minus. Hier ist es gekennzeichnet. Minus. Gucken, dass das Kabel ordentlich verläuft. Ganz wichtig. Den Knopf für die Notentriegelung. So. Jetzt fehlt wieder die dritte Hand. Wenn man eine dritte Hand hat, baut man sich eine. Was?
Das muss jetzt erstmal reichen. Ja, mechanisch funktioniert schon mal. Und jetzt schalten wir den Strom mal ein. Und es läuft. Bei der Montage des Deckenlüfters ist mir aufgefallen, dass der Handgriff gerade soeben auf das Gegenstück passt. Deshalb habe ich mir die verlängerten Handgriffe von Fiama gekauft. Die Montage ist sehr einfach. Dazu muss nur der O-Ring entfernt werden.